Wasserkraftwerke sind eine CO2-neutrale Möglichkeit, Energie zu produzieren bzw. umzuwandeln in elektrische Energie. Und das ist eine der großen Ressourcen für erneuerbare Energien. Gegenüberliegend gibt bzw. gab es so ein Wasserkraftwerk. Die Druckleitung, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Kraftwerks, ist allerdings defekt und müsste von Grund auf saniert werden. Darauf haben die Stadtwerke am See keinen Bock und die haben gesagt, nö, wir betonieren das endgültig zu, daraus wird nie wieder Energie geschöpft werden können. Und ich finde, es verdient verdient wirklich Kritik und die gab es auf jeden Fall und es ist tatsächlich zustande gekommen, dass jetzt eine Petition im Landtag eingereicht wird, dass überprüft wird, ob diese Leitung nicht saniert werden kann, wir das Wasserkraftwerk neu aufbauen können und zusätzlich ein Pumpspeicherwerk bauen können. Das bedeutet, wir können sogar Energie speichern. Überlingen würde damit einen Riesenschritt machen, hier lokal den Klimawandel abzuwenden und zu zeigen, es geht auch anders. Und deshalb, ich schicke direkt mal den Link in die WhatsApp-Gruppen, wir können den auch per E-Mail versenden, unterschreibt diese Petition, wir brauchen unbedingt Unterstützung dabei. Das ist Klimaschutz lokal, das ist Klimaschutz, bei dem ihr ganz aktiv mitmachen könnt. Es geht nicht nur um eure Stimme, wir brauchen Veränderungen in der Politik, zweifelsohne, aber das ist ein Projekt, das unsere Unterstützung verdient. Also auf jeden Fall unterschreiben, der Link geht gleich an euch raus. Seid ihr bereit? Yeah.